So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von FIFA 13 Rise to Fame, The Road to Glory, heute mit dem spanischen Team of the Season Cup. Hab mir mal eben schnell ein Team of the Season, nicht Team of the Season, aber ein spanisches Liga-Team gebaut, was ihr auch gleich sehen werdet. Und ein paar Spieler aus den Mannschaften davor wurden jetzt auch schon verkauft. Ich habe mich für ein 3-4-1-2 entschieden, weil ich diese Aufstellung eigentlich noch nie gespielt habe. Die mir auch eigentlich ganz gut aussah, ja, also wieder eine recht offensive Aufstellung. Aber ich habe halt mal Bock, hier ein paar Aufstellungen auszuprobieren. Vielleicht probiere ich ja in Zukunft auch mal eine Fünferkette aus, obwohl ich ja nicht so der Fan von bin. Und ich habe da wieder einige Spieler drinnen, die ich noch nie zuvor benutzt habe. Beispielsweise Julio Baptista oder Soldado. Fernando Llorente war auch drin, De Marcos. Also ganz, ganz viele Spieler, die ich wirklich selten benutzt habe oder eigentlich wirklich fast nie und von denen ich mir auch nicht für wirklich viel erwartet habe, aber ich wurde wirklich eines Besseren belehrt, unter anderem von einem gewissen Julio Baptista. Julio Baptista, ihr kennt ihn wahrscheinlich noch von früher, hat beim AS Rom und bei Real Madrid gespielt und der hat einen Bombenschuss. Er hat nur 53 Pace, aber er hat wirklich einen Bombenschuss und ist körperlich robust und von dem war ich wirklich positiv überrascht. Ein anderer Spieler, den ich noch hier wirklich klasse fand, war De Marcos, der spanische Mittelfeldspieler von Atletico Bilbao, meine ich. Bei dem war einfach der Vorteil, dass der wirklich flink war, dass der einen guten Schuss hatte und gute Passwerte, wie ich finde. Ich meine, 88 Pace für einen zentralen Mittelfeldspieler ist schon genial. Natürlich ist der körperlich nicht der robusteste gewesen, aber der war halt wirklich schon so einer, der hat mich positiv überrascht, muss ich sagen. Für 1000 Münzen habe ich da wirklich nicht so viel erwartet. Sonst, Chimao sah mir nach einem sehr guten Spieler aus. Chimao kennen wir alle noch von Atletico Madrid, beziehungsweise Beşiktaş für die türkischen Fans. Aber der hat mich auch nicht so sonderlich vom Hocker gehauen. Ja, hier nochmal, hier bestes Beispiel für Momentum. Keine Ahnung, was da los war. Aber mein Torwart hat sich einfach mal entschieden, hier den Ball, keine Ahnung, was ich mit dem mache, den bumse ich einfach mal ins Tor. Und ja, wo habe ich denn geblieben? Genau, Chimao. Also 5 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Skills, eigentlich sehr, sehr gute Werte. Linkes Mittelfeld, rechter starker Fuß. Ich habe mir viel von dem erwartet, aber der war einfach nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Also von Chimao war ich dann wirklich sehr enttäuscht, kann ich sogar sagen. Und der, keine Ahnung, ich weiß nicht. Da habe ich mir gedacht, beim zweiten Spiel direkt, ich bleibe dann lieber bei Eliseu. Fürs linke Mittelfeld, oder ich schätze mal Eliseu fürs linke Mittelfeld, der 78er Upgraded Eliseu. Im Sturm war ich noch überrascht von Adrian. Adrian, sehr guter Stürmer. Von dem habe ich auch nur Gutes gehört, von anderen YouTubern, unter anderem aber auch von euch. Und der soll wohl wirklich Choc Güzel sein, Adrian. Und ich kann das nur bestätigen, Adrian. 4 Sterne Skills, sehr guter Schuss, sehr gute Pace-Werte. Hidden Gem, sage ich dann nur. Also Adrian lohnt sich auf jeden Fall. Und dann nach dem Spiel habe ich mich für ein bisschen Rotation entschieden. José Calejón rein, hier Obafemi Martins rein. Ich meine, Joaquin kam da auch nochmal rein für Fegui. Und Rafael Varane, den ich auch ziemlich gut fand. Also Rafael Varane kann ich euch auch nur empfehlen. Ein richtiges Monster. Ist zwar ein bisschen behäbig im Gegensatz zum Real Life, aber der ist auf jeden Fall doch ein sehr guter Innenverteidiger, muss ich sagen. Und in der spanischen Liga gibt es halt wirklich wenig gute Innenverteidiger. Wie ich leider feststellen musste auch, ja. Deswegen musste ich auch zu solchen Spielern wie Fazio oder so greifen mit 47 Pace. Aber die waren dann aber auch nicht wirklich ganz so schlecht. Die sind zwar ein bisschen langsamer, aber dafür haben die dann halt woanders ihre Stärken. Zum Beispiel durch körperliche Präsenz oder ähnliches. Körperliche Präsenz ist auch ein gutes Stichwort für Fernando Llorente, weil der hat mich auch eigentlich ganz gut überrascht. Sozusagen der spanische Mario Gomez. Nicht der schnellste, aber er ist wirklich ein Turm. Kopfballstark ist er. Schussstark finde ich ihn eigentlich auch. Und ja gut, die Arbeitsraten von denen sind natürlich ein bisschen kacke, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie die Arbeitsraten bei Llorente ausschauen. Waren die nicht irgendwie low, medium? Oder irgendwas war doch mit den Arbeitsraten bei Llorente. Das wollte ich euch nochmal sagen. Und wo wir schon bei Arbeitsraten sind. Kleine Frage an euch, achtet ihr eigentlich auch wirklich so auf die Arbeitsraten bei euren FIFA-Spielern, wenn ihr Teams baut oder ähnliches, oder ist das so zweitrangig für euch? Ich bin jemand, ich habe mir eigentlich zu der Anfangszeit von FIFA 13 gedacht, ja, Arbeitsraten oder auch bei FIFA 12 schon, die sind eigentlich nicht so wichtig, bis ich dann gemerkt habe, die sind schon eigentlich essentiell wichtig, in meinen Augen, damit der Stürmer auch schon auf der richtigen Position spielt.
welche Zusammensetzung davon dann halt wichtig ist, das hängt dann, glaube ich, auch wieder vom persönlichen Spielstil ab und so weiter und so fort. Ob man beispielsweise schnell kontern will, dann müssen natürlich die Stürmer hohe bzw. Medium und auf jeden Fall defensiv niedrige Arbeitsraten haben, ist doch klar. Oder ob die dann halt irgendwie ja, keine Ahnung, ob man auf gut und Pass spielt, ob hier gutes Passspiel achtet, dann sollten natürlich die Stürmer schon auch ein bisschen nach hinten arbeiten, sprich Defensivarbeit auch hoch. Ja, sowas halt, wisst ihr? Also achtet ihr darauf? So, hier die Frage an euch. Würde mich schon sehr interessieren. Hier Fernando Llorente, richtige Traummaschine. Ich glaube, der hat in diesem Spiel 4 oder 3 Tore geschossen. Also, ich war wirklich positiv überrascht von ihm. Ich hatte da nichts erwartet, kam Gegner ohne Erwartungen an den rein. Aber der hat mich wirklich eines Besseren belehrt, ja. Und dafür, dass das Team wirklich hier aus 1K-Spielern bestand, also wirklich Spieler, die ich maximal für 1000 Münzen geholt habe, hat sich das auch ganz gut geschlagen, finde ich. Also nicht schlecht, Herr Specht. 3-4-1-2, die Aufstellung fand ich auch recht gut. Problem ist dann natürlich, dass man da gute Innenverteidiger braucht. Die hatte ich in diesem Fall nicht, deswegen habe ich auch sehr, sehr oft sehr viele Tore kassiert. Wegen Fazio beispielsweise oder wen hatte ich da noch? Irgendeinen anderen auf jeden Fall. André Diaz kann das sein. Wobei der eigentlich noch zu den besseren Innenverteidigern gehört. Aber ihr solltet schon eine gute Defensive und einen guten Torwart haben, um ja, das 3-4-1-2 spielen zu können. Bei einem 3-5-2, finde ich, ist die Innenverteidigung nicht so pace-abhängig. Aber bei einem 3-4-1-2, 3-4-3, einem 3-4-2-1, ich meine, das gab es auch, 3-4-2-1, ne? Das gab es, glaube ich, auch. Da ist das nicht so wichtig, finde ich, weil, keine Ahnung. Bei einem 3-5-2 hat man halt noch die das rechte und linke, oder? Keine Ahnung, wie es mit der Ausstellung aussieht. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass im 3-5-2 Pace nicht so wichtig ist bei den Innenverteidigern wie in den anderen Dreier-Abwehr-Aufstellungen. Aber das ist ja auch wirklich völlig egal, denn, na, wie soll ich sagen, im nächsten Spiel habe ich erstmal einen Schock bekommen. Der Typ hatte Messi, Özil, Guardado, Di Maria und Falcao im Sturm. Natürlich in der Abwehr Puyol, das hat mich ein bisschen erfreut. Das Problem war aber einfach nur, dass er auf seinen Offensivspielern, auf fast allen, wie heißen die? Boost-Karten drauf hatte, ja, so dass die zum Beispiel schneller sind oder einen besseren Schuss haben. Ich glaube, er hatte wirklich Gesamterhöhung, also nicht nur irgendwie Schuss oder so, sondern wirklich alle 6 Haupt- oder Oberbereiche gepusht, was ich natürlich ein bisschen schade finde, weil ich sehe das Turnier also so ein Turnier, wo ich mal ein bisschen testen kann und so, wisst ihr, wo ich mal ein bisschen Kreativität ausleben kann, mal Spieler benutzen kann, die ich nicht so alltäglich benutze. So sehe ich allgemein diese speziellen Turniere an. Und ja, wenn da wirklich jemand reingeht mit Falcao und Messi, ja, der hat ja Messi auch noch im Sturm, und die beiden dann auch gepusht hat, finde ich das sehr schade. Und ich habe den Typen ehrlich gesagt an die Wand gespielt. Wirklich, ja. Konnte sogar zwischenzeitlich ausgleichen mit Rakitic. Rakitic kann ich euch auch nur empfehlen. Sehr guter ZM für die spanische Liga. Wirklich Chocuzel. Super 8. Da kann man auch vorstellen, dass er gut auf der 6er-Position spielt. Also, Rakitic kann ich euch wirklich nur empfehlen. Hat mich sehr positiv überrascht. Costa fand ich auch ganz gut. Sehr guter Standardschütze. Thiago, nicht Thiago Costa. Ricardo Costa. Und sonst, ja. José Calderón fand ich jetzt nicht so gut. Llorente kann ich euch nochmal empfehlen. Ist mal, wenn euer Spielziel natürlich an Llorente angelehnt ist oder halt Llorente aus diesem Spielziel profitieren kann. Joaquin fand ich jetzt auch nicht so pralle. Hat ein paar gute Pässe gespielt als rechten Mittelfeldspieler. Das war schon Adrian natürlich. Hier Hidden Gem und Obafemi Martins. Naja, fand ich jetzt auch nicht so gut. Ja, Zeit um hier nochmal mit unserem anderen Team eine Erstliga-Partie zu spielen. Beziehungsweise der zweite Liga, wir sind ja abgestiegen. Und ich habe gemerkt, Wellington ist bei 61 Fitness. Was einer der Gründe dafür sein kann, dass ich wirklich die letzten Spiele auch verloren habe. Es ist mir eigentlich sogar aufgefallen im Game. Hier discarde ich erstmal die weißen Spieler, weil, ja, keine Ahnung. Laundro und so, die kriege ich wahrscheinlich sowieso nicht weg. Und wenn ich die wegkriege, dann Discard Value. Ja, vielleicht mache ich da
80 Münzen Profit oder so, aber das ist mir nicht wert, dass ich die ganze Zeit auf dem Tauchstapel habe. Deswegen habe ich einfach mal alle per Schnellverkauf discarded. Ja, und sonst? Und sonst? Ja. Wie gesagt, Zweitliga-Partie jetzt hier mit gegen einen, der Benzema, Eto'o, Falcao und Mittelfeld aus Reihen in Form hat. Özil in Form, Fabregas in Form, aber das hat mich jetzt nicht sonderlich vom Hocker gehauen. Hier, Paulinho, Schuss, Torwart blockt ab, zack, und Kaká macht den rein. Kaká finde ich in diesem Team sehr gut. Ich finde Kaká generell ziemlich gut. Ich weiß nicht warum, aber ich komme mit Kaká sehr gut klar. Hat einen super Schuss, 4-Sterne-Skills, recht gutes Tempo. Spielt gute Pässe und ich mag Kaká einfach. Keine Ahnung wieso, aber ich finde den in FIFA 13 schon gut. Also der entwickelt sich immer mehr und mehr zu einem der Spieler, die ich wirklich mag, ja, und den ich auch mag zu spielen. Ich habe, glaube ich, sogar in dieser Episode oder in dem Spiel halt sogar noch einen ganz okayen Longshot gemacht. Gut, der Torwart kam raus, aber ich fand den Longshot halt ziemlich gut. Ist das letzte Tor, meine ich sogar. Rafinha hier sogar noch mit dem 3-0. Rafinha fand ich jetzt auch nicht so gut. Der ist halt schnell, ja, aber der Abschluss, ich weiß nicht wieso, aber der gefällt mir nicht so. Keine Ahnung, also Rafinha, der ist mir auch ein bisschen körperlich zu schwach. Da spiele ich hier mit Hulk im rechten Mittelfeld. Finde ich besser. Wellington natürlich, Chocuzel und sonst. Ja, wir waren bestimmt Arbeitsraten, ne? Arbeitsraten hatten wir halt auch noch. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ist so ein Thema, was mich wirklich sehr interessiert. Ja, Kaká. Hier, ihr seht, Kaká sogar noch recht groß, ja. Also, ich weiß nicht, ich fand den relativ kopfballstark. Just Kaká 1,80 oder so ist der, glaube ich. Und ich fand den schon recht kopfballstark auch. Bei Ecken war er dabei, kam immer, gewinnt seine Kopfballduelle. Hier ist dann, by the way, auch der Longshot, den ich meinte. Ich meine, mit links, okay, Torwart kam raus, aber ich fand das Tor eigentlich wirklich nicht schlecht. Ich meine, mit dem linken Fuß perfekt reingehämmert. Okay, nicht hämmert, aber. Gut, der Torwart war natürlich auch draußen, aber ich fand das Tor wirklich nicht schlecht. Ich meine, wenn der Torwart im Kasten gewesen wäre, wäre der auch drin gewesen, ja, wenn der schon hier so an den Pfosten knallt. Oder was meint ihr? Na egal, keine Ahnung. Aber das war's, erste drei Punkte. Ich werde mich jetzt demnächst wieder auf die Liga konzentrieren, habe sogar schon ein weiteres Goldteam gebaut, könnt ihr euch schon freuen. Werde ich heute aufnehmen, die Rohdatei. Und meine Freunde, wenn euch die Episode gefallen hat, gebt dem Video Daumen hoch. Kleiner Klick für euch, mit einer großen Wirkung für mich. Und ansonsten, ja, sehen wir uns wieder zur nächsten Episode. Und bis dahin, haut rein, macht's gut, bleibt schön fruchtig, euer Bengal der 10 Finger. Ciao!